Ja, hallo liebe Tarok-Reisefreunde und herzlich willkommen zum zweiten Tarok-Länderabend. Wir waren völlig überwältigt von der großen Resonanz zum ersten Tarok-Länderabend letzte Woche zum Thema Costa Rica. Wer es verpasst hat, auf unserem YouTube-Kanal kann man es nachgucken. Und heute geht es über Namibia. Wieder im Studio, Eva. Hallo Eva. Hallo Christian. Und wir wollen uns jetzt mit diesem faszinierenden Land beschäftigen. Gute Zeit. Und wenn Sie möchten, stellen Sie Ihre Fragen direkt im Chatfenster. Wir sehen, es kommen schon einige an. Also am Ende beantworten wir alle Fragen ausführlich und nach bestem Wissen. Und dann darf ich Sie jetzt alle einladen auf eine gedankliche Reise. Es ist jetzt nicht trüb und regnerisch, wie gerade bei uns hier in Kaput. Leider schon, ja. Wir gehen in das sonnige Namibia. Die Filmsequenz, die wir zum Eingang gezeigt haben, waren ganz aktuelle Bilder, aufgenommen von Johannes Harpe, gerade jetzt im April in der Namib-Wüste, der ältesten Wüste Namibias. Ja. Nach der auch das Land benannt ist. Und Namibia, unser Thema heute, ist ja wirklich die Heimat von Tarok. Ja, Namibia spielt seit jeher eine große Rolle in der Welt der Tarok-Reisen. Wir haben insgesamt 12 Reisen durch dieses herrliche Land. Und das sieht man auch hier. Wir waren als Familie unterwegs in Namibia, jetzt gerade im Frühling zuletzt, und haben das Land ja in vollen Zügen genossen. Hier sieht man uns an der Etosha-Salzpfanne. Ein ganz aktuelles Bild. Wir waren 3 Wochen unterwegs, haben uns dann zwischenzeitlich getroffen, gerade im Etosha-Nationalpark, und es war was ganz Besonderes. Und wie alt warst du bei deiner ersten Namibia-Tour? Also das allererste Mal war ich, glaube ich, 6 oder 7. Das war ein kurzer Zwischenstopp, als wir Familie in Südafrika besucht haben. Und das erste Mal richtig dann mit 13 zum 14. Geburtstag gerade, waren die Sommerferien also natürlich. Also du hast schon viel von Namibia gesehen und gehört. Auf jeden Fall. Habe jetzt auch mehrere Monate dort gearbeitet auf einer Gästefarm. Also Namibia, mein Herz schlägt auf jeden Fall auch dort. Viele von Ihnen wissen ja sicherlich auch, dass unsere Namibia-Reisen im Büro von einer gebürtigen Namibierin betreut werden, die Tine von Köhnen. Alle, die Sie jetzt gerade vermissen, bitte keine Angst. Tines Mutter aus Namibia ist gerade heute hier gelandet und deswegen ist sie nicht da. Aber wir geben uns Mühe, um sie würdig zu vertreten. Ich kann also von mir nicht sagen, dass ich in Namibia geboren bin. Ich kann von mir sagen, dass ich für Tarok vor Ort in Namibia war, bevor ich das erste Mal hier am Schreibtisch saß. Ja, da sieht man, wo die Prioritäten bei uns liegen. Länderkenntnis und Produktverliebtheit. Zum Produkt wollen wir doch gleich mal in unseren Fernwehkatalog gehen. Sie haben ihn ganz bestimmt alle vor sich. Seite 58 haben wir unsere große Namibia-Reise, die 20-tägige Welwitschia. Mit der wollen wir uns jetzt ganz ausführlich befassen. Es ist deshalb unsere Lieblingsreise, weil sie wirklich 3 Wochen lang ist. Mit all unseren anderen Touren ist auch nichts verkehrt. Da ist gar nichts mit verkehrt. Die Welwitschia ist schlichtweg die Königin aller Namibia-Reisen. Ich glaube, es kann man Fug und Recht behaupten. Und heute werden wir ein bisschen darauf eingehen, warum das so ist. Die anderen Touren sind in der Regel kürzer, haben aber schwerpunktsmäßig genauso schöne Eindrücke des Landes. Dann eben der Norden des Landes, der Süden, Kombinationsreisen oder auch mit dem Caprivi-Streifen. Es kommt wirklich darauf an, was man in Namibia erleben möchte. Aber die Welwitschia gibt wirklich einen fantastischen Überblick, einen tollen Reiserhythmus in kleiner Gruppe und das Ganze abgerundet mit fantastischen Unterkünften. Los geht's von Windhoek in die Halbwüste Kalahari. Ja. Typisch der rote Sand, den man hier auf dem kleinen Wegchen sieht. Dieses Wegchen ist das Eingangstor zur ersten Unterkunft auf der Welwitschia, die Gästefarm Kiripotip im Herzen der Kalahari. Damit verbindest du so einiges. Damit verbinde ich einiges. Ich habe uns hier ein kleines Archivbild mit eingeblendet. Lang ist es nicht her. Da, nur ein bisschen. Wir sehen die Tarok-Gründer Melanie und Johannes Harpe. Wir sehen unseren langjährigen Stammreiseleiter Gustav Wipplinger, der sehr, sehr viele zufriedene der viele Touren gemacht hat. Ich bin die unter dem Safari-Hut. Und im Hintergrund, ganz wichtig, die erste Generation der Tarok-Safari-Busse. Ja, wir haben schnell festgestellt, dass die normalen Busse, die auf den Straßen Namibias unterwegs sind, ungeeignet, zum Teil ungeeignet oder eben nicht ganz unseren Vorstellungen entsprachen. Deswegen begann sehr früh die Suche nach dem perfekten Safari-Bus. Das war ein erster, gar nicht so übler Aufschlag, würde ich sagen. Und später mehr. Und später mehr dazu. Noch ein Archivbild von diesem Reiseleitertreffen. An diesem Lagerfeuer war so viel geballtes Wissen aus Namibia versammelt. Es war unglaublich. Und es ist ein ganz wichtiges Beispiel dafür, wie wichtig auch für die Reiseleiter der Austausch untereinander ist. Sowohl mit uns als Planer, als auch untereinander
dass man wirklich auf dem neuesten Stand ist. Definitiv. Für die Touren. Ja, die Schulungen, die spielen schon immer eine große Rolle. Die Reiseleiter sind die Botschafter des Landes und der jeweiligen Reise. Und deswegen haben wir für Schulungen immer viel Zeit eingeplant. Und vor allem auch heutzutage bekommt es eine ganz neue Bedeutung. Genau, jetzt sind wir an der letzten Schulung. Das war im letzten Jahr. Unsere Kollegin Tine von Köhnen war mehrere Monate vor Ort, ist intensiv im Land umhergefahren, hat die Lodges inspiziert, mit den Reiseleitern gesprochen und auch selber an der Covid-19-Schulung teilgenommen. Und sie hatte ein Kamerateam dabei. Da würde ich doch mal sagen, wir schauen da mal rein. Ja, gerne doch. Alle Tarok-Reiseleiter haben ein spezielles Covid-19-Training absolviert, um auf die neuen Anforderungen bestens vorbereitet zu sein. Wir haben alle Regeln der World Health Organization bei uns in unsere Herangehensweise im Umgang mit Covid, mit der Pandemie, in die Firma reingenommen. Und ich bestätige, dass die Reiseleiter, und da sind ganz viele von Tarok, so wie ich das jetzt im Gespräch festgestellt habe, würde ich im Augenblick sagen, das sieht aus, als ob beinahe alle Tarok-Reiseleiter in Namibia, die also die wichtigen Touren fahren, diesen Kurs beigewohnt haben, und alle haben bis jetzt die Prüfung mit Competent abgelegt. Und das ist das Zertifikat, das ich im Augenblick ausschreibe. Elementar wichtig für große Rundreisen ist das Fahrzeug. Für ihre größtmögliche Sicherheit verwenden wir Fahrzeuge, die für deutlich mehr Personen zugelassen werden, als wir tatsächlich darin befördern. Hier zum Beispiel unser Tarok Safari Explorer, ein Fahrzeug, welches wir für die Welwitschia-Rundreise einsetzen und welches für 20 Personen zugelassen ist, wir aber tatsächlich nur 12 Personen hier drin befördern. Dieser Bus hat 12 Fensterplätze, bedeutet wirklich, jeder kann am Fenster sitzen, und außerdem ist der Sitzabstand zwischen den Sitzen wirklich beachtlich. Das sieht man hier. Man hat wahnsinnig viel Platz und deutlich mehr Platz als in anderen Bussen. Außerdem wird dieser Bus mehrmals täglich von unserer Reiseleitung gründlich gereinigt und desinfiziert. Ja, das Tarok-Gesundheitskonzept, was da seinen Anfang gefunden hat, wurde stetig weiterentwickelt und findet heute auf allen Reisen seinen Einsatz. Wir stehen im ständigen Austausch zu unseren Reiseleitern, zu unseren Partnern vor Ort, um sicherzugehen, dass sie gesund und sicher reisen können. Und was man hier auch gesehen hat, und da hatte ich ja vorhin schon einen kleinen Wink zugegeben, war das Fahrzeug, welches wir auf der Welwitschia speziell verwenden. Im nächsten Jahr auch auf einer anderen Reise, der etwas kürzeren Akazie. Aber das war der Tarok Safari Explorer, Eva. Mit riesengroßen Panoramafenstern und dem Safari-Aufstelldach und einfach wirklich so viel Platz. Ja, konzipiert für die perfekte Namibia-Reise. Wenn wir die Gästefarm Kiripotip verlassen, schon da fällt der Abschied ein bisschen schwer, allerdings. Dann geht es über den südlichen Wendekreis des Steinbocks. Und grundsätzlich also bei all unseren Touren, Welwitschia oder eine aus den anderen, es ist immer die kleine Gruppe, Maximum 12 Gäste und die deutschsprachige Reiseleitung. Ganz wichtig. Wer das nicht möchte, kann auch als Selbstfahrer unterwegs sein. Wir haben ein tolles Selbstfahrerprogramm, das kennen vielleicht auch einige von Ihnen, natürlich auch auf unserer Webseite zu finden. Da haben wir wunderschöne Inspirationen, Möglichkeiten, wie man Namibia als Selbstfahrer mit ein bisschen Reiseerfahrung wirklich toll bereisen kann. Also da sind wir offen für Ihre Fragen und schneiden Ihnen gerne die perfekte Selbstfahrerreise. Die Routen sind auf der Webseite geladen, und es ist immer gut, bei Selbstfahrerideen anzurufen. Auf dem Foto, die Dame in der kurzen Hose, ist eine unserer Kolleginnen, Verena. Also auch bei den Selbstfahrertouren gilt, wir waren selbst da und beraten Sie aus erster Hand. Auf jeden Fall. Dann sind wir im Süden des Landes am Fischfluss Canyon angekommen. Ein richtiges Highlight. Der zweitgrößte Canyon der Welt, der Fischfluss Canyon. Atemberaubend, nicht nur der Canyon, sondern auch ihre Unterkunft. Die Fish River Lodge. Ja, das ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Wir haben jetzt 2 Nächte direkt an der Abbruchkante des Canyons und nehmen uns richtig Zeit, den Canyon auch zu genießen und zu erfahren, wer das möchte. Absolut. Wenn man guckt, der kleine Klinker links mit dem Geländewagen, das ist für die, also nach der ersten Nacht, für den kompletten Tag eine Option. Eine Tour durchaus ein bisschen aufregt, es rumpelt ordentlich, aber der Ranger kennt die Strecke und fährt wirklich exklusiv runter in den Fischfluss Canyon auf den Grund des Bodens, und man kann dort, wer möchte, sogar ein bisschen baden. Ja, das Wasser ist frisch, ich kann es bezeugen, und allein der Blick, wenn man diese Straße, diesen Pfad runterführt und dann links und rechts neben sich die Abbruchkante hat, das ist unglaublich, also wirklich überwältigend. Und alle, die unsere Touren schon länger kennen, wissen möglicherweise,
Dieses Jahr bis jetzt war diese Geländewagentour auf jeden Fall standardmäßig im Programm drin. Es gab viele Leute, die gesagt haben, ist ein tolles Abenteuer, aber die Lodge ist so schön. Wir wollen lieber hier sitzen, wollen vielleicht lesen, lieber hier genießen. Sitzen. Und darum ist das jetzt ab sofort so für 2022. Entscheidet jeder und zwar spontan vor Ort. Also je nachdem, wie Ihnen zumute ist. Sie sehen im mittleren Klinker die Zimmer. Alle Zimmer haben diesen Blick aus dem Bett hinaus in den Canyon. Unglaubliches Panorama. Eine Siesta auf jeden Fall dann an diesem Tag oder den Pool und die Terrasse genießen. Also es ist wirklich ein Tag, der so oder so wunderschön und unvergesslich bleibt. Definitiv, definitiv. Ja. Auch von der Fish River Lodge muss man dann Abschied nehmen. Und das ist Ihre nächste Unterkunft? Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Auch, auch ein wirkliches Highlight auf dieser Reise ist die Coleman's Cup, die sogenannte Geisterstadt. Hier haben Diamantenfinder vor geraumer Zeit ihr Glück gesucht und gefunden. Heute weht der Wüstensand durch diese verlassenen Häuser. Ein Blick ins alte Namibia. Ja. Für Fotografen. Ein echtes Eldorado, also sehr empfehlenswert. Und ja, hier kann man in den frühen Stunden fantastische Fotoaufnahmen machen. Gerade in diesen wirklich verwunschenen Häusern, wo der Wüstensand jetzt sein Zuhause gefunden hat. Ja, da lohnt sich ein Abstecher. Und der Tag geht spannend weiter mit anderer Architektur, jetzt aus der deutschen Kolonialzeit. In Lüderitz, kleines Hafenstädtchen, sieht man wunderbar diese Häuser aus der wilhelminischen Zeit. Ja, Namibia ist Sundownerland und das hat dort zwei Bedeutungen. Das eine ist, die Sonnenuntergänge sind eine Wucht. Die Farben ergeben sich durch den Staub, der sich in der Luft hält und man hat wirklich herrliche Sonnenuntergänge. Und wahrscheinlich dadurch kommt es, dass sie eingebürgert hat. Eine man Zeremonie, auf jeden Fall. Wo auch immer man ist, in dem Moment, wo die Sonne untergeht, nimmt man sich eine Minute der Stille, ein Glas in der Hand und man genießt einfach diesen Moment. Sundowner gehört zur Reise. Jeder, der schon mal da war, weiß das und jeder, der hinkommt, wird es kennenlernen. Die nächste Station auf unserer Reise dort in der Namibwüste, auch da sind wir zwei Nächte in der Elegant Desert Lodge und an dem nächsten Tag heißt es früh aufstehen, aber das lohnt sich. Das lohnt sich sehr. Man möchte früh an den größten Sanddünen der Welt sein. Hier die Besteigung von Big Daddy. Das ist vermeintlich die höchste Sanddüne der Welt und wenn man hier früh da ist, dann gehört man zu den Ersten, die dann sehen können, wie über den anderen Dünen die Sonne langsam aufgeht und die Schatten, das Schattenspiel zwischen den einzelnen Sanddünen wirklich einfach eine Pracht ist. Fotografisch eine Herausforderung auf jeden Fall. Eine Herausforderung, aber ja, wenn es gelingt, wirklich sehr, sehr spannend. Und an dieser Stelle ein ganz reisepraktischer Hinweis. Man sieht, wie die Gruppe auf die Düne hinaufläuft, man sieht, wie sie gekleidet ist. Also bei Namibia elegante Sachen überflüssig, funktional muss es sein. Funktional, praktisch, gemütlich vor allem. Der Weg ist das Ziel. Natürlich hat man mal auch längere Fahrtstrecken. Aber wenn man abends ankommt, dann braucht man was Entspanntes und man muss sich keinen übermäßigen Kopf machen. Es ist eigentlich wirklich sehr, ein sehr einfach zu bereisendes Land. Das Fußwerk, normale Turnschuhe, normale Straßenschuhe. Wer möchte, bisschen einer ordentlichen Sohle. Ja, wer möchte, Wanderschuhe, aber das ist nicht mal wirklich nötig. Nee, leichte Wanderschuhe. Wichtig ist der Sonnenhut. Auf jeden Fall, Sonnenhut, Sonnenschutz in jeder Form. Und wichtig, das Spiel zwischen kurz und lang, nicht nur wegen der Sonne, sondern tatsächlich ist es in den frühen Morgenstunden und dann auch am Abend nach Sonnenuntergang ist es kalt. Das heißt, auch eine Fleecejacke gehört auf jeden Fall ins Reisegepäck. Ja, also je nach Jahreszeit habe ich auch schon Minusgrade erlebt. Nachts, also morgens um 4, 5, da kuschelt man sich dann in seine Decke, aber dann um 10 Uhr, 11 Uhr morgens hat man dann wieder 25 Grad und weiß, okay, hier sind wir doch in Namibia. Zum Sossus Flay gehört auch das Dead Flay. Das Dead Flay, ja. Das Interessante ist, man redet immer vom Sossus Flay. Und viele Gäste bekommen das Sossus Flay nie zu Gesicht, weil es eigentlich etwas nachgelagert an den ersten Attraktionen ist. Aber das Dead Flay ist mindestens genauso imposant. Ich finde fast noch schöner. Sehr pittoresk einfach mit diesen Silhouetten. Fantastisch. Jahrhundertealte Kamelienholzbäume, die hier zwar eingetrocknet und verstorben sind, aber eben durch die nicht vorhandene Luftfeuchtigkeit einfach wie in der Zeit stehen geblieben sind. Und man muss sich vorstellen, das war Wasser, was hier mal durchgefegt ist. Und heute ist es diese unglaubliche Wüste und Weite. Durchgefegt ist und auch immer wieder durchfegt. Also wir kriegen alle paar Jahre mal von Gästen Fotos. Hey, schaut hier, der Taucher hat Wasser geführt. Und dann freut man sich natürlich im Dead Flay, einen kleinen Tümpel zu sehen. Ja. An dieser Stelle vielleicht ein kurzer
ein Wurf zu Regenzeit, Regen und Sonne und dem Klima generell. Die allerbeliebteste Reisezeit für Namibia ist ja typischerweise September, Oktober. Ja, aber dafür gibt es nicht unbedingt einen Grund. Es ist eine herrliche Reisezeit. Aber für Namibia kann man wirklich sagen, das ganze Jahr ist bereisbar mit den verschiedenen Vor- und Nachteilen. Genau, und im September, Oktober ist es quasi vor der Regenzeit, die ist die Tierkonzentration ganz, ganz, ganz besonders hoch. Ja. Ab November kann es mal ein bisschen regnen. Regenzeit ist eigentlich das falsche Wort. Es kommt dann mal ein Guss und dann ist auch wieder vorbei. Es kommt mal ein Guss, dann ist vorbei, aber diese kurzen, naja, manchmal auch ein, zwei Stunden lang Sturzschauer, die es geben kann in besonders guten Jahren, die führen dazu, dass sich die Tiere natürlich besonders freuen. Es ist ein fantastisches Erlebnis, wenn man die Natur durch die Parks erblüht. Fährt. Die Natur erblüht, die Tiere freuen sich richtig. Man sieht die Vögel, wie sich baden und frohlocken. Also es ist ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Genau, und was man wissen muss als Reisender in dieser Zeit, November bis Februar, es ist die heißeste Jahreszeit. Also dann klettert das Thermometer tagsüber durchaus ganz ordentlich. Wer also nicht ganz so die Hitze mag, März, April, unser Frühling ist der dortige Herbst. Eine supere, mittlere Jahreszeit, irgendwie nicht zu kalt, nicht zu heiß. So und häufig noch sehr grün. Und häufig noch sehr grün. Dieses Jahr war es zum Beispiel so. Ja, und der namibische Winter von Mai bis August ist eigentlich auch bei mir eine sehr beliebte Reisezeit. Mhm. Es ist tagsüber nur Mitte 20 Grad, also wirklich definitiv nicht zu heiß. Und nachts ist es kalt, aber man kann sich ja anziehen und die Nächte sind so sternklar. Ja, kalt, sternklar, man liegt mit seiner Wärmeflasche im Bett und genießt einfach die Natur um sich herum. Also ein Traum. Fazit zu diesem Exkurs, es ist in jedem Monat schön, man muss nur wissen, was man selber für ein Typ ist. Ja, ein bisschen abwägen, vielleicht nochmal rückfragen, unsere Reiseberatung ist da wirklich für Sie da, gibt Rede und Antwort und wenn man sich vernünftig eindeckt, dann wird einem auch nicht kalt oder heiß. Dann haben wir jetzt einen Blick aus der Vogelperspektive über dieses Naturwunder, die Namib-Wüste. Ja. Und zwar ist das so, nach den zwei Nächten in der Elegant Desert Lodge ist schon wieder Zeit für einen Abschied. Mhm. Und man muss sich dann überlegen, ob man mit dem Reiseleiter und dem Bus die nächste Strecke fährt bis nach Swakopmund oder ob man was ganz Außergewöhnliches macht. Und zwar ein Panoramaflug über die Namib-Wüste. Also mein Vater, ich habe den Panoramaflug noch nicht erlebt. Mein Vater hat neulich erzählt, dass es eines seiner schönsten Erlebnisse aus seinem Reiseleben ist, dieser Flug über die Namib-Wüste. Also wirklich. Man sieht die Skelettküste von oben, man sieht, wie praktisch Atlantik und die Wüste sich treffen. Ja. Es ist wirklich spektakulär. In beiden Fällen kommt man abends an in Swakopmund am Atlantik. Ja, eine herrliche kleine Küstenstadt. Man sieht überall noch den wilhelminischen Einfluss, die Architektur und die Menschen freuen sich über jeden Besucher. Und in Swakopmund haben wir die Möglichkeit, die verschiedensten sehr spannenden Aktivitäten zu machen. Genau, wir sind zwei Nächte hier, haben also einen ganzen Tag Zeit. Einfach nur bummeln ist auch schön. Ja, schöne kleine Läden. Oder man macht, wir haben die Klinker eingeblendet, einen Besuch im Township Mondessa, eine kleine Wüstentour, Living Desert Tour oder eine Bootsfahrt. Ja, die Bootsfahrt mit Champagner und Ausfahrt ist natürlich. Fan der Wüstentour. Als Biologe kann ich da nicht anders. Es ist wirklich faszinierend, die Wüste, die dort 14 mm Niederschlag im Jahr hat, also nichts. Und doch gibt es da Leben. Mhm. Und mit einem richtigen Profi, der dann Sie der und da Ihre Gruppe ist. Begleitet, der zeigt Ihnen dann, was in der Wüste noch so lebt und sich wie angepasst hat. Das ist unglaublich spannend. Mhm. Kann ich jedem wirklich nur ans Herz legen. Mhm. Unsere Tour führt dann weiter landeinwärts. Es geht durchs Erongo-Gebirge ins Damaraland zum UNESCO-Welterbe Twijfelfontein. Auf dem Fels sieht man einige Felsgravuren, das ist aus der Zeit der San. Ja, da muss man eindeutig sagen, das sind keine Felszeichnungen, wie häufig fälschlicherweise gesagt, sondern hier handelt es sich um Felsgravuren. Und was der entscheidende Unterschied ist, das erzählt Ihnen dann Ihr Reiseleiter. Direkt neben Twijfelfontein gibt es ein sehr schönes kleines Dorf, ein Damara-Dorf von der Namibia Living Culture Foundation und das ist interaktiv. Es ist interaktiv, es ist unmittelbar in der Nähe und der Besuch ist es sehr wert. Ich habe es sehr genossen. Man wird eingeführt in die Kultur, aber vor allem auch in die Bräuche und die verschiedenen Feinheiten, wie sie auch in dieser durchaus lebensunwirklichen Gegend geschafft haben zu überleben. Also sehr spannend. Mhm. Und wieder nur wenige Kilometer weiter vom Damara-Dorf, ein versteinerter Wald. Ja. Sehr interessant. Und diese Pflanze, die wir hier einblenden, die Namensgeberin unserer Tour. Ja, die ist für eine so unscheinbare Pflanze doch recht berühmt, weil sie sehr außergewöhnlich ist. Das ist die Vervicia mirabilis, eine Pflanze, die hunderte Jahre alt wird und es schafft, hier mitten in der Wüste zu überdauern.
Namibia ist ein Vielvölkerstaat. Wir haben jetzt eben von den Damara gesprochen. Es sind auch die Herero dort zu Hause, denen wir unterwegs begegnen. Und bei den Herero, da hat man fantastische Einblicke, vor allem auch in die Verbindung zur viktorianischen Kultur. Und bei den Himba. Sie sind eng verwandt mit den Himba. Richtig. Und bei den Himba, die wir dann auch treffen können, wenn wir das möchten und wenn es passt, da haben wir eine ganz besondere Geschichte zu. Genau, wir besuchen ein kleines Himba-Dorf und das Bild, das wir jetzt einblenden, ist eine kleine Anekdote von unserer Kollegin Tine von Köln. Sie war jetzt gerade im letzten Jahr da, hatte den Tarot-Katalog natürlich dabei, mit dabei. Wie es sich gehört, ja. Und es gab ein großes Hallo bei den Leuten, die man hier auf dem Bild sieht, als die Himba gemerkt haben, das ist ja unser Opa. Ja, der Opa war mit im Tarot-Katalog. Schon vor 15 Jahren hat er Gästen Einblicke in sein Leben und seine Kultur gezeigt. Und ja, das ist natürlich genau der Austausch, den man sich wünscht. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist eine Kultur, die es heute wirklich nicht einfach hat. Und man musste einfach sensibel vorgehen und auf menschlicher Ebene einfach offen aufeinander zugehen. Und dann kann es auch eine sehr prägsame und spannende Begegnung sein. Ja, und zum Nachdenken anregende Begegnung sein. Auf jeden Fall. Nach so viel Kultur, Christian, wird es Zeit für Safari. Für Safari und für Natur, weil die gehört natürlich in Namibia mit auf die Liste. Und da haben wir auf dieser Reise etwas konzipiert und eingebaut, das es so auf dem deutschen Markt gar nicht irgendwo anders gibt. 4 Tage und Nächte im Etosha Nationalpark. Und das möchte ich nochmal betonen, es ist im Etosha Nationalpark. Nicht außerhalb. Im Park. Wir schlafen mitten im Park in den schönsten Unterkünften, da kriegen wir gleich noch einen kleinen Einblick. Mhm. Und das bedeutet, man muss morgens nicht am Tor warten, man muss abends nicht vor Sonnenuntergang raus. Man kann die Zeit im Park und direkt in der Wildnis verbringen. Also wenn man schon mal in Namibia ist, dann sollte man auf jeden Fall darauf achten. Genau, wir fahren also bei der Reise Welwitschia im Westen rein, beim Otjiwasandu-Tor, kommen durch diesen sehr unberührten Teil, westlichen Teil, kommen dann in die Mitte des Parks, zum ganz berühmten Okakweyo-Wasserloch. Ja, das ist eines der berühmtesten Wasserlöcher Afrikas und auf jeden Fall Namibias. Das ist ein Wasserloch, wo ich auch schon 2011 der war. Der junge Mann hier im Profil, liebe Tarokreisefreunde, ist der Christian hier neben mir am Okakweyo-Wasserloch. Es ist bei Tag ein spannendes Wasserloch, aber du hattest das eben schon gesagt, so richtig spannend wird es nachts. Wird es bei Sonnenuntergang und in der Nacht. Ja, also zum ersten Mal war ich vor 10 Jahren da, zum letzten Mal vor 4 Monaten. Und was man hier sieht, ist im Endeffekt genau, was wir jetzt auch wieder erleben durften. Man sitzt dann da nachts in der Nähe des Wasserlochs, in sicherem Abstand und sieht bei beleuchtetem Wasserloch, wie die Tiere zu Tränke kommen. Und vor allem Breitmaul- und vor allem Spitzmaulnashörner, die ja vom Aussterben bedroht sind und sehr selten sind. Dort mit großer Chance. Häufig zu Tränke. Ja. Wir hatten jetzt 6 an einem Abend gesehen. Das ist Wahnsinn. Ja. Das war die 2. Nacht im Etosha Nationalpark. Es kommen dann noch 2 Nächte und zwar im Onkoshi Camp. Ja, das Onkoshi Camp ist das luxuriöseste Camp im Park. Es ist das einzige Camp. Du hattest eine Kamera dabei bei deiner Tour? Ja, ich hatte eine Kamera dabei und ich wollte festhalten, für sie, wie das einzige Camp direkt an der Salzpfanne denn eigentlich aussieht. Film ab. Jetzt sind wir hier an unserer Lodge für die nächsten 2 Nächte, der Onkoshi Lodge. Es ist die einzige Lodge im Park, die direkt an der Etosha Salzpfanne gelegen ist. Und das ist auch wirklich der Höhepunkt dieser Unterkunft. Wir verbringen jetzt hier 2 Nächte. Das tun wir auch auf unserer großen Namibia-Rundreise Welwitschia, 2 Nächte direkt hier in dieser Lodge an der Salzpfanne. Und auch auf unserer Reise Moringa übernachten wir hier in der Onkoshi Lodge. Aber jetzt schauen wir doch mal rein in die Zimmer und was uns da erwartet. Wir haben die Zimmer Nummer 7 bekommen. Und dieses Zimmer entspricht exakt den Zimmern, die unsere Tarot-Gäste auch erwarten dürfen. Ja. Hier verbirgt sich das Badezimmer und hier drüben geht es direkt zum Höhepunkt dieses Zimmers und zwar dem Twin Bed mit fantastischem Ausblick. Ja,
es ist eine fantastische Unterkunft. Das muss man sagen, das hat die Tour auch wirklich für sich. Es sind viele wunderschöne Unterkünfte, viele Doppelübernachtungen, was eine wichtige Rolle spielt in den Reisetakt. Sehr schön, entspannter Reisetakt. Ja, ein bisschen zu entzerren. Und von da aus kann man natürlich, und darum geht es ja eigentlich, wunderschöne Safaris machen. Ich möchte an der Stelle nochmal einen Hinweis geben, wenn Sie Fragen haben an uns. Wir nehmen uns am Ende die Zeit und beantworten gerne alle Fragen. Schreiben Sie es rechts oder je nachdem, ob Sie am Handy sind, unter dem Video in das Fragefenster. Sie können sie anonym stellen, Sie können Ihren Namen geben, wie Sie möchten. Auf jeden Fall fragen Sie uns und wir werden Ihnen Rede und Antwort stehen. Fragen zur Reise Velvicia und auch Fragen zu unseren anderen Reisen natürlich. Jede Jahreszeit hat ihre Schönheit in Namibia. Um das wirklich nochmal zu untermauern, haben wir dieses Löwenfoto mitgebracht. Das ist nicht aus dem September. Nein, das ist nicht aus dem September, das ist nicht aus der Serengeti, sondern das ist aus Namibia. Und zwar nach der Regenzeit. Und die Regenzeit ist wirklich, die Zeit nach der Regenzeit auch vor allem, ist eine herrliche Reisezeit. Und vielleicht eines der wenigen Zeiten, wo man in Teilen Namibias über eine Malaria-Prophylaxe zum Beispiel nachdenken kann. Ich habe es mal so gehandhabt. Sprechen Sie sich mit Ihrem Arzt ab. Namibia ist während der Trockenzeit auf jeden Fall kein Malaria-Hotspot, mit Ausnahme vielleicht des Caprivi-Streifens, der aber auf dieser Reise keine Rolle spielt. Genau, tendenziell sagen wir ab Windhoek, der Südteil der Reise ist wirklich ohne Malaria. Das heißt, wenn man sich entscheidet, die Prophylaxe zu nehmen, so mehr oder weniger nach Swakopmund, wenn man in Richtung Etosha kommt, dann wäre der richtige Moment, um mit der Malaria-Prophylaxe anzufangen. Ja. Und es ist eine individuelle Entscheidung. Genau, sprechen Sie sich mit dem Arzt ab. Heutzutage eigentlich kein Thema mehr. Wenn man den Etosha Park verlassen hat, ja, dann, am Osttor, dann besuchen wir, und das haben wir jetzt vor 4 Monaten auch wieder getan, um zu sehen, wie es denn geht, auch gerade in dieser nicht einfachen Zeit, die Umbili-Stiftung. Die liegt wirklich direkt dort am Tor, befasst sich mit der Kultur der San. Hier im Bild natürlich Melanie und Johannes Harpe. Sie haben sich bei dem Besuch auch mit einem ganz großen San-Spezialisten getroffen, dem Rainer Friederich, der selber San spricht, weil er mit in San aufgewachsen ist. Ja. Und da ging es unter anderem darum, inwiefern Tarok jetzt auch noch einen San-Lehrer hier für Umbili mit unterstützen kann. Das ist uns ja wirklich ein wichtiges Anliegen. Ja, es ist ein Projekt, was wir seit Jahren unterstützen und auch weiter unterstützen wollen. Und vor allem natürlich Sie, unsere Gäste, mit jedem Besuch tun da einen sehr wichtigen Beitrag. Und zur Umbili-Stiftung gehören ja eben sowohl diese Kindergärten und Schulen und es gehört aber auch quasi ein kleiner Lehrpfad, der unseren Gästen die Kultur der San darstellt. Ja. Und hier, verzeih Christian, ich habe nochmal eine kleine Vorher-Nachher-Collage eingebaut. Also links, das war damals, da warst du schon sehr fasziniert von den San. Auf jeden Fall. Es ist ein extrem faszinierendes und einmalig naturverbundenes Volk. Und wir haben seit Jahren, wie gesagt, dieses Projekt, welches wir unterstützen, Ihnen die Möglichkeit zu geben, den Anschluss an das 21. Jahrhundert zu bekommen. Und rechts im Bild sieht man mich tatsächlich jetzt im April. Da haben wir nicht nur die San in Umbili besucht, sondern auch außerhalb des Kaudum-Nationalparks. Mhm. Dort leben auch noch einige Stämme der San, und zwar noch möglichst so, wie Sie es von Ihren Vorfahren kennen und vor allem so, wie Sie es wollen und wie Sie es für sich entschieden haben. Und an der Stelle fällt mir gerade ein, diese spezielle San-Abenteuer, was ihr hattet, das ist tatsächlich in der Reise Velvicia so nicht drin, aber es gibt bei uns die Möglichkeit, alle Touren, die wir haben, auch als Privatreise zu machen. Und in dem Moment, wo man eine Privatreise macht, muss man uns nur das Stichwort geben, bitte kleines Abenteuer einbauen. Und schwupp, geht auch mal eine Campingnacht. Kommt der Kaudum-Nationalpark auch noch dazu. Also da sind wir sehr flexibel. Wir kennen jeden Zipfel Namibias wie unsere Westentasche. Dann wird es Zeit für die letzte Station der Tarok-Reise Velvicia. Wir sind jetzt in Otjiwa, Otjiwa Safari Lodge. Ja, während der Otjiwa Safari Lodge, also eine fantastische Lodge, eines der ältesten Lodges Namibias tatsächlich, auf einem sehr großen, 10.000 Hektar großen privaten Wildschutzgebiet. Und hier ist eine Besonderheit, dass sie Nashörner haben und dass wir die Nashörner nicht nur aus dem Tarok Safari Explorer sehen können, sondern eben auch zu Fuß. Und da gucken wir nochmal.
we say with a rhinoceros, when they are scared of something, then you will see the baby, the mother, he just look at the reaction of the baby, because the baby is the one who direct the direction, and then the mother will follow the baby, yeah, concerning the white ones. But when it comes to the black, it's vice versa again. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt von dieser fantastischen Rhino-Wanderung, den ich auch im April gefilmt habe, tatsächlich mit meinem guten Freund und Kollegen Erik Herrmann, der da ganz fasziniert fotografiert und gefilmt hat. Und wer mehr sehen will? Ja, wer mehr sehen will, kann natürlich gerne auf unserem Taro-YouTube-Kanal vorbeischauen, wenn Sie den noch nicht abonniert haben. Hier finden sich wunderbare Reiseeindrücke, unter anderem auch 4 Reisetagebücher, jeweils 10 bis 12 Minuten lang von unserer Reise im April durch Namibia. Eine etwas außergewöhnliche Reise, aber ich denke, wer sich dafür interessiert, wird dafür sehr zu empfehlen. Definitiv. Und für uns auf unserer virtuellen Reise wird es Zeit, zurück nach Windhoek zu kehren. Wir schließen den Kreis in der namibischen Hauptstadt. Die letzte Übernachtung nochmal wieder ein bisschen außerhalb, die River Crossing Lodge, auch da nochmal der wunderbare Blick in Namibias Weite. Ja, also Windhoek ist eine wirklich interessante afrikanische Hauptstadt. Dadurch, dass Namibia ein ja so dünn besiedeltes Land ist, ist die Hauptstadt natürlich auch nicht besonders groß, aber hat ganz interessante Elemente aus der wilhelminischen Zeit, aus der Moderne und ist wirklich eine Stadt, die man gesehen haben kann. Letzte Souvenirs gibt es zu kaufen und ja, es gibt noch freie Plätze. Ja, das ist das kann man natürlich zu fast jeder Reise sagen, aber hier sagen wir es mit besonderer Inbrunst, weil wir uns sehr, sehr freuen, dass das Reisen in das südliche Afrika, generell nach Afrika, wieder möglich ist, seitdem sie nicht mehr auf der Liste der Virusvariantengebiete sind. Als Geimpfte braucht man nicht mal mehr in Quarantäne gehen, wenn man geimpft oder genesen ist. Ansonsten kann man die Quarantäne nach 5 Tagen verkürzen mit einem negativen Testergebnis. Und die Zahlen in Namibia weisen auch alle in die richtige Richtung. Wir haben wieder einige Reisen aufgestellt. Schauen Sie auf unserer Webseite vorbei. Sie sind schon wieder sehr gut angebucht, das freut uns sehr. Genau, also wirklich nochmal jetzt der ganz, die wichtigen aktuellen Fakten. Ein PCR-Test genügt zur Einreise vor Ort in Namibia. Es ist frische Luft, die Gruppe ist klein, die Lodges sind klein und persönlich. Man kann absolut wieder reisen. Ja, es ist natürlich wie immer, wenn ich jetzt nach Berlin fahre, es ist aktuell immer noch eine persönliche Entscheidung. Jeder muss sich wohlfühlen, aber nach Namibia kann man aus meiner persönlichen Sicht guten Gewissens reisen, sonst hätte ich es im April nicht getan. Heute sind die Zahlen auch zum Glück wieder in der richtigen Richtung und wenn man geimpft ist, genesen ist oder eben sich vor Ort einfach an die normalen Spielregeln hält, ist es wirklich als zweitdünnst besiedelste Land der Welt ein fantastisches Reisen. Genau, und das gilt tatsächlich nicht nur für Namibia, sondern auch für das Nachbarland Südafrika und für das Nachbarland Botswana. Und wir haben ja sehr viele Reisen, die sind Kombinationsreisen zwischen Namibia und Botswana und führen auch bis zu den Victoria-Wasserfällen. Da haben wir die Situation genauestens eruiert und haben für jede Tour einen speziellen Plan. Man muss bei den Grenzübertritten PCR-Tests machen. So ist das nun mal. Das muss man gerade bei manchen Konzerten oder Aktivitäten auch. Unsere Reiseleiter wissen da genauestens Bescheid. Das heißt also auch die Tour Kaoko Caprivi oder die Botswana-Tour Okavango-Lilie mit der einen Nacht in Namibia sind ebenfalls wieder möglich. Also schauen Sie einfach auf der Webseite vorbei. Da haben Sie tagesaktuell alle Verfügbarkeiten. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie noch Fragen haben. Entweder jetzt im Chat oder natürlich immer an unsere Reiseberatung oder per Mail. Ja. Lass uns mal in den Chat reingucken. Das machen wir und dann gucken wir doch mal, was da so für Fragen angekommen sind bei uns. Oh, ich sehe, das sind einige. Das ist natürlich sehr schön. Die erste Frage von Renate. Gibt es eine Regenzeit in Namibia? Ich denke, das haben wir im Laufe des Gesprächs schon ganz gut beantwortet. Also ja, es gibt eine Zeit, die mehr regnerisch ist. Sie beginnt ab Mitte November und plätschert aus Anfang März. Man kann aber trotzdem die ganze Zeit reisen. Ja. Genauso ist es, kurz und knapp. Wer dazu noch Detailfragen hat, gerne einfach anrufen. Von Jürgen. Die ist für dich, Christian. Gibt es im neuen Taroktura spezielle Vorteile beim Fotografieren? Ja, die gibt's. Ich bin selbst leidenschaftlicher Hobbyfotograf. Bei der Konzeption hatten wir das immer mit im Kopf.
Wir haben im Tarok Safari Explorer, die Frage war jetzt nach dem Tarok Safari Tourer, das sind ja zwei sehr ähnliche Fahrzeuge, unterschiedliche Größe, aber das Besondere ist, es gibt einen garantierten Fensterplatz. Das ist eigentlich das Wichtigste beim Fotografieren. Man und braucht Schiebefenster. Ein Fensterplatz mit Schiebefenstern ohne eine nervige Säule im Weg, die man wirklich komplett öffnen kann. Man kann vernünftig fotografieren. Viele unserer Fahrzeuge haben auch Safari-Aufstelldächer. Mhm. Das macht es natürlich nochmal gut für eine schöne Perspektive. Die Safari-Aufstelldächer empfehle ich vor allem fürs Beobachten mit dem Fernstecher, mit dem bloßen Auge. Mhm. In den Nationalparks. Mhm. Fürs eigentliche Fotografieren empfehle ich aus dem Fenster vor allem zu fotografieren, um möglichst die Tiefe auch zu haben, um auf Augenhöhe zu sein. Dann steht hier Stichwort Steckdose. Es gibt USB-Anschlüsse und Ablagen, wirklich ziemlich viel Platz. Ja, also kein Problem. Es gibt genug Platz, jeder hat seinen eigenen Stauraum. Das ist kein Thema. Über einem, unter einem, neben einem. Und es gibt USB-Anschlüsse. Mhm. Das ist kein Problem. Der gleiche Fragende, wer begleitet Fotografen auf Morgen- und Abendtouren für die schönsten Bilder? Unsere Reiseleitung. Das ist ganz einfach, unsere Reiseleitung. Es gibt ein paar wenige Exkursionen, die man machen kann, wie die Living Desert Tour. Da begleitet sie nochmal eine Spezialreiseleitung, die dann auch wirklich geschult ist, was bestimmte Tierarten angeht. Aber unsere Reiseleitung ist für sie da, hat ein fotografisches Auge und berät sie da gerne. Für Fotografen eine Anregung, wer wirklich ein totaler Fotograf ist, über eine Privattour nachdenken, wäre möglicherweise eine Option, weil man dann natürlich wirklich noch mal mehr drauf eingehen kann. Im Rahmen unserer Reise hat man unendlich viele Möglichkeiten für schöne Bilder. Aber natürlich kann man nicht überall ewig länger bleiben, weil es auch irgendwie weitergehen muss. Ja, hier möchte ich gerne einmal Werbung machen, und zwar für einen Reisenden, ein Reise-Ehepaar, was schon viele Tarok-Reisen mittlerweile gemacht hat. Das ist Herr Michael Voss und Frau Doris Jachalke. Schauen Sie doch mal, googeln Sie doch mal, dann sehen Sie, was als leidenschaftlicher Fotograf auf einer Tarok-Reise verantwortlich ist. Im Rahmen dieses Programmes. Genau. Ja. Genau. So, welche Impfungen benötigt man und wie lange dauert der Flug? Es gibt keine Pflichtimpfungen für Namibia. Die Covid-19-Impfung ist extrem nützlich, weil man sich einfach sicher fühlen kann und weil man dann für die Rückkehr nach Deutschland keine Quarantäne braucht. Es ist aber keine Pflicht. Und auch sonstige, also ich meine, Pflichtimpfung ist eine Frage, die gibt es nicht erst seit Corona. Ja, also Tetanus, Diphtherie, Hepatitis A und B. Ja, Gelbfieber und Co. muss nicht. Und wie lange dauert der Flug? Über Nacht. Circa 10 Stunden. An der Stelle ein kurzer Exkurs in die Welt der Airlines. Die meisten von Ihnen wissen es vermutlich. Unsere durchaus liebgewonnene Air Namibia gibt es nicht mehr. Wir sind dann danach mit der Qatar geflogen. Die hat jetzt Corona-bedingt den Betrieb nach Windhoek eingestellt. Momentan fliegen wir entweder mit Ethiopian Airlines über Addis Abeba oder ganz neu mit der Lufthansa-Tochter Eurowings Discover. Das sind Direktflüge. Das ist alles noch momentan in Arbeit, in Planung. Wir sind dran, wir haben den direkten Kontakt. Und wenn irgend möglich, machen wir Nonstop-Flüge möglich. Genau. Also beides sehr gute Airlines. Nonstop ist aber mittlerweile immer mehr möglich. Also, hier kommt noch die Frage, wann beginnt das Event? Das Event hat begonnen. Wer den Anfang vielleicht verpasst hat, das ist überhaupt kein Problem. Schauen Sie einfach nachher nochmal vorbei. Sie können zurückspulen oder ab morgen auf unserem YouTube-Kanal, da können Sie das ganze Event nochmal sehen. Nochmal nachlesen. Nochmal zu den Flügen. Sind möglicherweise dieses Jahr doch noch Direktflüge möglich? Ja, möglicherweise. Es ist tatsächlich noch nicht final sicher. Wir sind letztes Jahr im November, Dezember hatten wir auch schon Namibia-Touren nach der Corona-Pause. Da sind wir geflogen mit Eurowings direkt. Also wir haben die Situation wirklich ständig, täglich im Griff. Und ja, es ist möglicherweise möglich. Es ist möglich, es funktioniert. Ich habe es selbst gemacht. Die nächste Frage bezieht sich auf die Transländerreisen. Gibt es Einschränkungen bei Grenzübergängen nach Botswana? Das fragt Annette. Ja, es gibt Einschränkungen, aber nur die, die es aktuell in den meisten Ländern gibt. Und zwar, man braucht einen Test. Ansonsten, und der Reiseleiter kümmert sich. Wir kümmern uns. Wir haben das alles feinstens abgestimmt mit unseren Partnern. Also, wenn Sie dazu genau Fragen haben, zu den verschiedenen Grenzübergängen, bei uns ist das der Fabian Stolzenhahn. Der kann Ihnen das en Detail zu jedem Grenzübergang genau sagen. Wie bezahle ich am besten Getränke? In Kreditkarte oder Bar? Grundsätzlich geht beides. Es kann immer mal sein, dass die Kreditkarte
Kreditkarte gerade nicht geht. Also ein bisschen Bargeld sollte man dabei haben. Genau. Und zwar in Namibia die Namib-Dollar. Und wer sich da einen Kopf macht wegen Wechselkurse und Umtausch und so weiter, ich handhabe so, ich reise ohne Bargeld ein, heb am Flughafen oder im nächsten Supermarkt ein bisschen Bargeld ab und damit ist es genau, es gibt immer wieder Geldautomaten, nicht jeden Tag. Wir sind auch an Orten wunderschön, wo es keine Automaten gibt. Ja, also ein bisschen so 2-3 Tage muss man vorausplanen. Immer da, wo kleine Orte sind, da ist dann auch der Automat. Ja. So. Monika fragt: Schade, dass wir 2019 noch nicht diesen schönen Bus hatten. Entschädigend waren die tollen Übernachtungsmöglichkeiten. Ja, liebe Monika, man muss sich ja auch noch ein bisschen steigern können. Wir arbeiten ja ständig an den Reisen. Es freut uns sehr, dass die Übernachtungsmöglichkeiten schon so toll waren. Und ja, ab jetzt sind auf der Welwitschia immer der Taro Safari Explorer im Einsatz. Am nächsten Jahr auch auf der Reise Akazia. Und das findet man dann jeweils bei den verschiedenen Touren auch im Katalog oder auf der Webseite nochmal im Detail. Nächste Frage. Gibt es Besonderes zu beachten beim Flugzwischenstopp? Ich denke, das zielt auf Ethiopian Airlines und Addis Abeba. Das Terminal ist neu. Es ist also jetzt noch sehr viel schöner, aber genauso problemlos, wie es immer war. Also nein, es ist ein normaler Umstieg. Ja, sehr entspannt und sehr kurze Wege. Das ist das Gute. So, Hilly fragt: Das Auswärtige Amt rät seit einigen Monaten und auch momentan von touristischen Reisen nach Namibia ab. Was sagen Sie dazu? Ja, also die Frage ist eine eigentlich komplexe, die aber mittlerweile relativ gut zu beantworten ist. Das Auswärtige Amt war sehr zögerlich in der Bewertung der afrikanischen Staaten. Das hat dann auch vor Wochen schon großen Ärger gegeben. Die Staaten haben sich gewehrt gegen diese pauschale Einschätzung und das hat dann auch zur Folge gehabt, dass jetzt seit 4 Wochen die Länder nicht mehr Virusvariantengebiete sind. Sie sind wie sehr viele Länder auf der Welt noch Hochinzidenzgebiete. Es gibt ja aktuell nur noch die Unterteilung in Hochinzidenzgebiet oder Nichtrisikogebiet. Es sind Hochinzidenzgebiete offiziell, aber wie wir die Lage bewerten, haben wir vorhin eigentlich gesagt, die Zahlen in Namibia sind aktuell gering und sie sind stabil. Es ist ein sehr dünn besiedeltes Land. Wenn man sich an die normalen Spielregeln hält, hat man kaum Kontakt außerhalb der Gruppe. Die Gruppe ist getestet und oder geimpft. Und ja, Namibia ist wirklich aus unserer persönlichen Sicht sehr gut zu bereisen. Und die Entscheidung ist letzten Endes natürlich trotzdem eine persönliche, die man für sich selbst bewusst und entschieden treffen muss. Definitiv. Welches Medikament wird aktuell zur Malaria-Prophylaxe empfohlen? Dazu kann ich was sagen. Weil ich fliege am Samstag, vielleicht haben es ein paar aus dem letzten Tag Wohnzimmer-Stream mitbekommen, wir fliegen als Familie nach Kenia und Tansania. Ich habe heute mein Rezept eingelöst und zwar für Malarone. Malarone ist das gängigste Mittel. Mittlerweile gibt es da Generika, die dieselben Wirkstoffe haben. Der Wirkstoff heißt Atovaquon. Die Generika sind günstiger, genauso gut. Also das ist die aktuelle Standardempfehlung, aber das spricht man am besten mit seinem Hausarzt oder Tropenmediziner ab und dann bekommen Sie da nochmal eine Empfehlung. Genau. Und nur falls Ihr Arzt Lariam sagen sollte, wir haben das ganz selten jetzt gehört, aber manchmal kommt noch jemand vor uns und sagt, es wurde Lariam gesagt, dann bitte fragen Sie einen zweiten Arzt. Ne? Wir dürfen da nichts offiziell dagegen sagen, aber grundsätzlich ist Lariam doch eher in die Jahre gekommen. Ich kenne viele, die viele Nebenwirkungen hatten. Von daher wir selber im Team Malarone. Ja. Malarone ohne große Probleme. Matthias fragt: Von welcher Reise sprechen Sie hier? Also die Reise, die den Schwerpunkt hatte in diesem Vortrag, war die Welwitschia. Die Tarok-Reise Welwitschia finden Sie auf unserer Webseite. Es ist die älteste Tarok-Namibia-Reise, die ständig weiterentwickelt wird. Gibt es vom Reiseleiter abends immer eine Infosession über den nächsten Tag? Grundsätzlich ja. Also es ist so, es ist ein durchgängiger Reiseleiter ab und bis Windhoek bei der kompletten Tour dabei. Und der Reiseleiter schläft auch da, wo Sie schlafen. Haben Sie Verständnis? Irgendwann kann es schon sein, dass er ein bisschen früher ins Bett geht als Sie, damit er wieder fit und frisch ist für den nächsten Tag. Aber grundsätzlich sind Sie gemeinsam am Tisch und sprechen am Abend über das, was war und das, was am nächsten Tag kommt. Ja, die nächste Frage finde ich sehr gut und sehr spannend. Wie sieht es mit Bedenken aus in Sachen Covid bei Kontakten mit lokaler Bevölkerung? Also, das ist ein wichtiges Thema. Ich kann es so beantworten, wie ich es gehandhabt habe, als ich im April da war. Ich habe in aller Regel einen
normalen, respektvollen Abstand gehalten. Ich wollte niemanden anstecken. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht geimpft. Ich war getestet vor Abreise und trotzdem war ich mit einem gesunden Abstand an frischer Luft. In den Stellen, bei der Reise haben wir 4 Tage mit den Sun unter freiem Himmel verbracht. Da bleibt der nähere Kontakt natürlich nicht aus. Da haben wir uns dann einfach auf eigene Faust vorher mit Selbsttests nochmal getestet, fürs eigene Gewissen. Aber auf Ihrer normalen Taro-Grundreise können Sie da eigentlich mit einem normalen, gesunden Abstand, so wie man es mittlerweile leider kennt, gut handhaben, aus meiner Sicht. Die nächste Frage springt zu unserer Botswana-Reise Okavango-Lilie, die demnächst beginnt. Wir werden nur eine Nacht an den Victoria-Fällen sein. Haben wir denn auch genügend Zeit, die Fälle umfassend kennenzulernen? Ja. Die Mail, die Sie bekommen haben von unserem Kollegen Fabian, hat er in Absprache mit mir verfasst. Von daher kann ich das ganz genau sagen. Sie kommen mittags an, Sie besuchen am Nachmittag die Wasserfälle. In unserem typischen Okavango-Lilie-Reiseverlauf haben wir am Anfang so ein bisschen extra Zeit gegeben. Die Lodge ist wunderschön und wollten da so ganz entspannt reinkommen. Das machen wir jetzt nicht, damit Sie einen PCR-Test weniger brauchen. Also der Grund ist wirklich ein ganz logistischer, aber die Fälle kommen einen gesamten Nachmittag zur Geltung. Und was man dafür bekommt im Umkehrschluss, ist eine zusätzliche Nacht in unserer Obona Moremi Safari Lodge mit 2 mehr Safaris. Ja, und die Safaris gehen auf unsere Kappe, die übernehmen wir für Sie, dass Sie da auch wirklich was von haben. Aber also mehr Zeit als einen Nachmittag hat man im Normalfall sowieso nicht und das wird den Falls auch gerecht. Das sage ich, nachdem ich Sie das 3. Mal gesehen habe. Wie ist das mit der Maskenpflicht in Namibia? Im Wesentlichen so wie hier, also in geschlossenen Räumen, ja, da ist Maskenpflicht, wenn man draußen ist, nicht. Im Restaurant, wenn man dorthin läuft, da hat man die Maske an, wenn man da sitzt, hat man die Maske aus. Genau. Und es ist genau wie hier, die Bestimmungen ändern sich immer mal alle paar Wochen, alle paar Monate und da werden Sie dann kurz vor Reise oder eben von dem Reiseleiter vor Ort dann über die genauen Bestimmungen informiert. Die nächste Frage: Findet auch noch ein Wohnzimmerabend statt für Botswana Okavango-Lilie? Ich denke, Sie meinen Länderabend. Wir hatten jetzt ja letzte Woche Costa Rica, heute Namibia geplant. Darf ich aus dem Nähkästchen plaudern? Ja, ich bitte drum. Nächste Woche ist Uganda dran. Da geht es also speziell um die Gorillas und Schimpansen. Botswana wird bestimmt in nicht allzu langer Zeit folgen. Mit dringenden Fragen bitte einfach anrufen und dann klären wir das persönlich. Genau. Aber Botswana ist ja für uns auch eine Herzensangelegenheit. In den nächsten Wochen und Monaten ganz sicher mit auf der Liste. Wie hieß der Opa im Damaraland? Zufällig Otto. Die Frage muss ich aufschreiben und an die Tine geben. Ja, liebe Frau Bauer, bitte schicken Sie uns da nochmal eine kurze E-Mail, dass wir Sie kontaktieren können und dann versuchen wir die Frage auf jeden Fall zu beantworten. Das ist doch sehr liebenswert. Ja. Wie kann man in Namibia Geld bekommen? Kreditkarte, Debitkarte, Bargeld? Ja, Bargeld. Ja, also Sie können mit Ihrer Kreditkarte und auch mit Ihrer Debitkarte an den meisten Geldautomaten ganz normal Geld abheben. Bargeld, je nach Kreditkarteninstitut haben Sie da eine Auslandsgebühr. Aber wie gesagt, das ist eigentlich kein Problem. Geld wechseln geht eher weniger gut. Das geht in der Hauptstadt. Das ist irgendwie Quatsch auch, ne? Das geht wechseln. Am Flughafen, ja. In der einen oder anderen größeren Stadt. Wie gesagt, ich würde einfach empfehlen, nehmen Sie eine Kreditkarte, eine Girokarte mit und dann können Sie dort einfach Geld abheben. Wie viele Kilometer wird bei der Reise Belvedere gefahren? Es sind so ungefähr 3.500 Kilometer. Das ganz Wichtige bei der Reise Belvedere, wir haben das ja immer wieder erwähnt, es sind fast immer 2 Nächte pro Station. Das heißt, es ist einmal ein Tag auf Pad. Pad heißt die Schotterstraßen in Namibia. Und dann ist man wieder da und hat wirklich diese Zeit vor Ort. Also ja, es ist eine große Tour, es sind aber auch 20 Tage Zeit. Und ein tolles Fahrzeug. Ein tolles Fahrzeug, was genau für diese Tour perfektioniert wurde. Ja, Matthias fragt, ist die Reise auch für Alleinreisende zu empfehlen? Natürlich, sehr, sehr gerne. Wir haben häufig Alleinreisende mit auf unseren Touren. Da gibt es natürlich 2 Möglichkeiten. Entweder Sie wohnen im Einzelzimmer oder aber Sie fragen ein halbes Doppelzimmer an. Da muss man dann natürlich schauen, ob sich da ein anderer findet. Das ist aber Ihre Entscheidung, wenden Sie sich dann nochmal an uns. Aber das ist absolut nichts Unübliches. Und ja, die meisten fügen sich wunderbar in die Gruppen mit ein. Wenn ich als Selbstfahrer unterwegs bin und von Südafrika nach Namibia fahre, brauche ich dann einen PCR-Test? Ja,
zur Einreise nach Namibia, egal von wo, egal ob selber fahren oder gefahren werden, ein PCR-Test ist nötig. Genau, da sollte man sich am besten vorher informieren oder eben informiert werden, wo man den Test am besten machen kann, und dann ist das auch kein Problem. Ja, Matthias fragt, kann ich bei der Fischschifferreise auch den Flug über die Namib machen? Jein, die Fish River ist eine Tour durch Südnamibia, die macht den Bogen von Windhoek mit dem Abstecher nach Botswana zum Fischfluss Canyon und endet in der Namib-Wüste. Da gibt es die Möglichkeit, wobei mehr Möglichkeiten gibt es in Swakopmund, wo man nicht hinkommt. Nichtsdestotrotz gibt es in der Nähe von Sossus Vlei auch einige Lodges, die kleine Airstrips haben. Also wenn es ein Herzenswunsch ist, mit dem Reiseleiter sprechen, es müsste sich schon machen lassen. Also wir organisieren diese Rundflüge meistens aus Swakopmund nach Sossus Vlei, also nach Sesrim, Sossus Vlei-Gegend. Deswegen ist das logistisch ein bisschen schwieriger, aber schreiben Sie uns doch gerne nochmal eine E-Mail und dann finden wir da bestimmt eine Lösung. So, jetzt gibt es nochmal die Frage nach den Covid-Maßnahmen beim Kontakt mit Einheimischen. Also danke, dass Sie da wirklich auch besorgt sind. Ich denke, Christian hat es allumfassend erklärt, mitmachen und mit drüber nachdenken und den Abstand wahren. Ja, und wir sind an der frischen Luft. Eben, einfach ein respektvoller Umgang und dann sollte das gut machbar sein. Elvira Bauer, sind die täglichen Game Drives inklusive? Ja, das ist das Schöne bei Tarok. Bei uns ist das alles sehr klar, es ist fast alles inklusive. Das steht im Leistungsteil jeder Reise schon mit drin. Die Eintrittsgelder sind immer mit dabei, die allermeisten Aktivitäten sind mit dabei. Wenn etwas mal nicht dabei ist, steht es explizit da, da gibt es also keine bösen Überraschungen. Die meisten Mahlzeiten sind also auch mit dabei. Ja, schauen Sie gerne einfach am Ende einer jeden Katalogseite oder natürlich unten in der Beschreibung auf unserer Webseite, und da werden die Leistungen explizit mit aufgeführt. Es gibt gleich eine Anschlussfrage, wie viel kosten die fakultativen Ausflüge? Also es sind genau zwei fakultative Ausflüge in der Belvitia. Es ist einmal am vierten Tag die Canyon Tour, die wird vor Ort bezahlt, 1320 Namibia-Dollar, ungefähr 80 Euro, die gut investiert sind. Ja, das ist ein toller Tagesausflug. Genau, und dann der Namib Extra Panoramaflug, 299 Euro, lohnt sich auch. Ja, das ist klar, es ist etwas teurer, aber man versteht es auch, wenn man es gemacht hat, und der Aufwand ist natürlich einfach da. Ja, Susi fragt, welche Fluglinie ist die günstigste? Ja, das ist eine schwierige Frage, die stellen wir uns auch sehr häufig. Wir haben die zwei Alternativen gerade. Das ist die Eurowings Discover, das ist die Ethiopian Airways. Es nimmt sich im Grunde eigentlich nichts. Es kommt auf die Termine an und das gucken wir dann im Zweifel oder eben auf Anfrage. Doris Jachalke bedankt sich für dein Lob. Ja, wie gesagt, es ist eine ehrliche Empfehlung. Schauen Sie also gerne auf die Seite, auf die Webseite oder auf den Instagram-Kanal. Sehr sehenswert. Horst Jacobi, Christian. Wir Reiseleiter in Namibia freuen uns auf Sie. Lieber Horst, es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Ich würde gerne gleich auch wieder runterfliegen. Danke für dein Lob. Ja, Lucia schreibt, ich bin wie immer begeistert. Dankeschön, das freut uns sehr, das zu hören. Und wir wünschen Ihnen natürlich viel Spaß auf Ihrer nächsten Reise, wenn es dann nach Namibia gehen sollte. Jetzt wird es nochmal ernst. Wie viel kosten die PCR-Tests unterwegs? Circa 60 US-Dollar. Ja, genau, das ist von Teststation zu Teststation, ähnlich wie hier. Es sind aber renommierte, mit denen wir zusammenarbeiten, also zuverlässig. Und nochmal um Geld. Wie viel Geld sollte man täglich einplanen? Die Getränke in den Lodges zahlen Sie so, wie Sie trinken. Die Preise sind tendenziell eher etwas günstiger als bei uns. Und das Abendessen ist fast immer dabei. Mittags gehen Sie mit dem Reiseleiter vor Ort irgendwie was einkaufen, Picknick, das ist auch nicht viel. Ja, also als Faustregel, Supermarktkosten, wenn man sich mal einen Snack oder irgendwas kaufen möchte für unterwegs, ähnlich wie in Deutschland. Essen im Restaurant, wenn man mal mittags irgendwie ein Sandwich noch nehmen möchte, was nicht unbedingt mit dabei ist, etwas günstiger als hier bei uns. So, nochmal eine Nachfrage zur Reiseleitung. Die Frage, ob die Reiseleitung die Gäste erst vor Ort in Namibia begrüßt. Ja, das ist uns auch ganz wichtig.
So sehr wir Namibia kennen und lieben, wir selber fliegen nicht mit, denn unsere Reiseleiter, ob Horst Jacobi oder wer vielleicht noch alles zuhört, wissen noch viel mehr. Ja. Also wir arbeiten ausschließlich mit Reiseleitern zusammen, die wirklich im Land leben und dort zu Hause sind. Und deswegen müssen sie den Flug alleine meistern, von Frankfurt nach Windhoek, und vor Ort werden sie abgeholt. Ja, alle Reiseleiter auf Tarok-Reisen sind deutschsprachig, aber kennen ihr Land und ihr Reiseland wie ihre Westentasche. So, wir haben noch mehr Fragen zu den Verpflegungskosten. Also die wurden soeben schon beantwortet, denke ich mir. Und dann gibt es nochmal die Frage, ob es im Supermarkt auch Süßigkeiten, Getränke und Zigaretten gibt. Ja. Gibt es. Und ich bin zwar nicht Raucher, aber ich kann Ihnen sagen, Zigaretten sind dort deutlich günstiger. Sehr detaillierte Frage. Findet die Fischschubber-Reise ab 1. Oktober 2021 statt? Bitte Verzeihung, alle Touren auswendig wissen wir nicht. Es wäre super, wenn Sie einfach morgen ist Freitag, morgen anrufen würden, dann schauen wir das nach. Petra fragt, muss ich während des gesamten Fluges die Maske aufbehalten? Petra, ja, so ist es aktuell und wir müssen uns vor allem daran gewöhnen, dass das noch eine Weile so bleibt. Meine persönliche Empfehlung ist da, auf dem Weg zum Flughafen, im Flughafengebäude habe ich eine FFP2-Maske getragen. Im Flug selbst habe ich eine ganz normale medizinische Maske getragen. Und dann war das eigentlich auch kein Problem. Ich konnte sogar schlafen. So, wir haben eine Frage zum Internet in den Unterkünften. Gibt es Internet? Fast überall ja. Nicht unbedingt in den Zimmern, denn die Zimmer sind ja durchaus vom Haupthaus schön auch ein bisschen weiter weg. Und das ist Natur und Einsamkeit, also nicht unbedingt im Bett ist das WLAN. Manchmal doch, ansonsten aber immer in der Lounge oder im Restaurantbereich. Fast immer, genau. Leider, wie man sagen muss, aber so ist das meistens. Hartmut und Gudrun fragen noch, ist bei der Tour auch der Abstecher Chalachadi dabei? Bei der Vevicia, die wir jetzt vorgestellt haben, tatsächlich nicht, aber wir werden nicht Tarok. Bei der Reise Köcherbaum und bei der Reise Fish River. Genau. Und bei der Reise Savannengras. Bei der Reise Savannengras auch, das ist eine Mehrländerreise und die Köcherbaum und die Vevicia sind Köcherbaum und die Fish River sind zwei Touren, die explizit den Chalachadi Transfrontierpark dabei haben. Ein sehr, sehr sehenswerter Park. Also für alle, die vielleicht auch zum zweiten Mal in Namibia sind, das sollte mit auf die Liste. So, dann darf ich Rüdiger zitieren. Vielen Dank, es war ein super Vortrag. Wir werden Tarok-Fans und sind süchtig. Danke. Danke, lieber Rüdiger. Jürgen fragt, Sie beschreiben in Ihrem Merkblatt gesund und sicher, dass die Gepäckstücke unterwegs desinfiziert werden. Es wird ein Überzug empfohlen und wie muss man sich das Desinfizieren vorstellen? Das geht so ein bisschen auf die Technik in den Flughäfen. Das handhaben die verschiedenen Flughäfen, Länder, Airlines alle etwas unterschiedlich. Und es ist im Prinzip von unserer Seite eine Warnung. Nehmen Sie nicht Ihren allerschönsten, liebgewonnensten Koffer mit, sondern einen, der auch irgendwie ein bisschen Desinfektionsmittel ab kann. Genau, das können wir mittlerweile ja alle. Nils schreibt, danke für die tollen Informationen. Und Elvira Bauer schreibt auch, sehr informativ. Präsentation, vielen Dank. Also, das freut uns sehr, dass es Ihnen so gefallen hat und für Detailfragen natürlich immer gerne an unsere Reiseberatung. So, ein paar Fragen gibt es noch. Hartmut und Gudrun fragen, Direktflüge von Frankfurt sind möglich? Sind möglich. Hatten wir vorhin schon mal erwähnt. Muss man immer gucken, gerne einfach nachfragen, aber möglich. Und dann jetzt noch eine letzte reisepraktische Frage. Wie sieht es mit der Trinkwasserversorgung aus, beispielsweise im Bus? Also unsere Reiseleiter machen das üblicherweise so, dass sie diese 25 Liter Wasserkanister kaufen, wo man dann seine eigene Wasserflasche immer wieder auffüllen kann, um unnötig viele kleine Plastikflaschen zu vermeiden. Er guckt auch, dass er immer rechtzeitig das Wasser einkauft. Denken Sie selber auch mit dran. Es ist wirklich wichtig, viel zu trinken, denn es ist tendenziell eher warm und es gibt überall gutes Wasser. Genau. Als letzte Frage, können Masken auf der Reise gekauft werden? Tendenziell ja. Ich würde einfach empfehlen, nehmen Sie ein paar mit. Sie werden nicht unendlich viele brauchen und dann haben Sie das Problem los. Ja, zum Abschluss, Monika, danke für die ausführlichen Infos. Ja, wir danken Ihnen. Es war uns ein Vergnügen. Es war uns wirklich eine Freude. Es hat uns viel Spaß gemacht. Wir hoffen, wir konnten Ihnen Namibia näher bringen, Ihre Fragen beantworten. Und wenn Sie noch Fragen an uns haben, dann schreiben Sie uns gerne an reiseberatung@tarok.com. Rufen Sie uns morgen oder während der Woche immer gerne an.
Und dann stehen wir Ihnen auch da, Rede und Antwort. Einen schönen Abend für Sie. Bis bald in Namibia.